Ja, hallo, ich grüße euch. Ich bin hier gerade in den wunderschönen Haßbergen in Bayern unterwegs und ich möchte euch meine neuen Friedschuhe vorstellen. Und zwar bin ich ja deshalb so begeistert von Fried, weil diese Schuhe, diese Barfußschuhe, einfach sehr outdoor-tauglich sind. Und da ich ja meistens draußen unterwegs bin, ist es einfach total klasse, diese Schuhe zu haben. Ich habe die in allen Varianten. Ich verlinke euch auch das Modell mal. Hier, das ist auch total stylisch hier mit dem Orange. Und es ist auch wieder so eine Art Mesh-Material. Und was klasse ist, man bekommt keine nassen Füße, weil die Nähte hier sind absolut dicht. Und was das Tolle ist bei diesem Modell, wie gesagt, ich verlinke euch den Schuh auch mit einem Gutscheincode unter dem Video. Wir haben jetzt hier ein komplett anderes Profil. Und zwar ist das tiefer. Ja, dafür habt ihr natürlich ein bisschen dickere Sohle. Man hat jetzt nicht mehr so stark dieses Barfußgefühl, was man jetzt so von anderen Barfußschuhen kennt, von anderen Marken. Aber wenn es mal so richtig glitschig ist, und das teste ich jetzt hier mal aus, weil hier haben wir nämlich richtig eine glitschige Angelegenheit, auch mit Moos. Ihr seht, ich bleibe stehen. Und das ist richtig klasse. Also ich lege das ganze Körpergewicht hier gerade drauf. Und jetzt gehen wir nochmal hier. Ja, hier wird es noch glitschiger. Ich habe mir extra hier so eine Stelle ausgesucht. Und ihr seht, ich rutsche nicht. Ja? Also dieses neue Sohlenprofil, was Fried jetzt macht, das ist absolut wintertauglich auch. Ja? Weil das ist ja immer das Hauptproblem bei Barfußschuhen, dass wir meistens kalte Füße kriegen. Und ja, ich zeige euch auch nochmal im weiteren Verlauf des Videos, was ich in die Schuhe einlege, damit ich wirklich ein richtig schönes Fußtraining auch habe. Ich selber bin ja, ihr wisst es ja, ich bin totaler Fan von dünnen Sohlen, aber im Winter, da brauche ich eins, Rutschfestigkeit und warme Füße. Und ich habe ein trotzdem total minimalistisches Modell an. Ja, ich finde das auch super witzig. Ich zeige euch das mal von innen. Ich mache das jetzt mal auf. Also hier hat sich der Fried, Andrew und Sarah heißen die beiden. Liebe Grüße auch nach England. Die haben richtig was Tolles ausgedacht. Und ja, ich zeige euch das einfach mal. Das ist von innen ganz orange, das Modell. Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, aber ich verlinke euch das. Bekommt ihr auch günstiger, wenn ihr direkt bei Fried einkauft. Und das ist wirklich klasse, weil man kann die imprägnieren. Und was echt super ist, man hat auch diese Fersenkappe und man hat einfach keine nassen Füße. Ja, weil die Nähte sind einfach dicht. Und dadurch, dass die Sohle auch hier hochgezogen ist, ja, das hat einfach einen immensen Vorteil gegenüber von anderen Barfußschuhen, gerade so in der nassen, kalten Jahreszeit. Es ist jetzt hier gerade nicht ganz kalt, aber ich mag halt auch Halbschuhe. Ja, ihr wisst, warum ich Halbschuhe trage. Meistens, damit ich auch Vorfußgehen praktizieren kann. Ich trage meistens Wollsocken, diesmal mal geringelte. Und ich zeige euch in einem anderen Video, dass ich noch was spezielle Einlegsohlen in die Schuhe einlege. Ja, dass ich wirklich meine Füße auch trainiere. Gerade meine die Fußmuskulatur, die leidet total im Winter. Und ich erkläre euch jetzt nochmal, warum ich Halbschuhe trage. Ja, und meistens schnüre ich die auch nicht so fest. Und zwar, wenn ich jetzt gehe, ich zeige euch das, und ich setze eben flach mit dem Vorfuß zuerst auf und der Fuß, der fällt einfach vorne locker runter, ja, dann ist alles, was ich um den Knöchel habe, störend. Ja, ich brauche hier freie Beweglichkeit. Und deshalb bin ich von diesem Schuh im Winter total begeistert, weil der ist eben unterm Knöchel. Ich finde es auch immer schön, dass der hier so eingeschnitten ist. Ja. Und da kann ich einfach schön meinen Ballengang auch praktizieren, ja, weil ich brauche hier Beweglichkeit in der Fußfessel, ja, damit ich eben nicht gefesselt bin mit einem viel zu hohen Schuh. Gut, wenn es jetzt richtig kalt und Schnee hat, dann ziehe ich auch mal hohe Schuhe an. Also da schaut euch auch nochmal das andere Video an. Ich verlinke euch das hier in dem Video über Winterschuhe. Und ich habe auch noch ein anderes Fried-Modell, was ich euch vorstellen werde. Es kommt im Januar. Da werde ich euch zwei höhere Modelle noch vorstellen. Aber das ist jetzt ideal. Wir haben jetzt heute 12, 13 Grad draußen und ich bin total gerne mit denen unterwegs. Und hier sieht man jetzt auch wieder, ja, es ist absolut rutschfest, dieses neue Profil. Einfach weil es ein bisschen tiefer ist.
Aber ansonsten hat sich bei der Qualität der Fried nichts verändert. Die sind nach wie vor top. Und ja, stylisch irgendwie. Ne? So gerade mit geringelten Socken. Finde ich richtig cool. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, im Januar gibt es nochmal ein zweites Video. Schreibt es einfach hier unter die Kommentarfunktion. Und ja, ich gehe jetzt hier weiter lang. Total schön hier die Landschaft. Ich nehme euch mal mit. Mich sieht man jetzt gerade auf dem Video nicht. Sonst hätte ich auch die Schuhe nicht filmen können. Aber es ist wirklich wunderschön. Hier hat man einen wunderschönen Rundumblick in den Hassbergen. Und ist das nicht süß hier, dieses kleine Kapellchen? Also es ist so idyllisch hier bei uns. Und selbst hier, wo wir nicht so schönes Wetter gerade haben, ich habe trockene Füße, ich habe warme Füße. Es windet ein bisschen. Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Ja, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis ganz bald.